Willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, stehe ich hier immer noch im Freien. Allerdings soll sich das jetzt wirklich diese Woche hier ändern. Ob es klappt oder nicht, erfahrt ihr in kommenden Videos auf jeden Fall. Diesmal soll es um was anderes gehen. Kommt mal mit. Und zwar unser nächstes Fahrzeug steht hier schon wieder vor der Tür. Keine Angst, Sharon ist es nicht. Wobei die auch noch hier für absolut wilden Content sorgen wird. Seid mal da gespannt. Wir hatten ein Fahrzeug, was hier schon mal für wilden Content auf dem Kanal gesorgt hat. Und zwar steht das nämlich dahinter. E63 S AMG war damals eine absolute Katastrophe, den zu entfetten und zu beschichten. Video dazu gibt's, könnt ihr euch gerne mal angucken. Warum steht der jetzt wieder hier? Besitzer möchte das Fahrzeug verkaufen, bewegt ihn wirklich nicht allzu viel. Zustand sieht allgemein erstmal so ganz gut aus. Lackzustand gucken wir uns später nochmal an. Wie gesagt, Beschichtung ist drauf. Wir wollen uns allerdings ein bisschen mehr dem Innenraum hier widmen, denn da sind schon wieder einige Abnutzungsspuren. Und zwar genau hier fangen die nämlich an beim Einstieg. Schaut mal, das Leder hier an der Wange sieht nämlich schon wieder ein bisschen abgeschürft aus. Und wie man sowas wieder richtig schick hinbekommt für den Verkauf, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ab geht's. Mit der Wäsche bin ich durch und ich muss euch sagen, Performance von der Keramik wie am allerersten Tag. Ich wäre auch böse drüber gewesen, wenn es jetzt nicht so gewesen wäre, denn die Beschichtung ist zwar 8 Monate her, wir können es aber nicht mit einem Daily Driver vergleichen, der wirklich 8 Monate lang allen Umweltbelastungen ausgesetzt ist. Das Fahrzeug steht wirklich ein bisschen mehr in der Garage, als es letztendlich bewegt wird. Deswegen soll er ja auch verkauft werden. Hier können wir aber wirklich sagen, Performance, Tropfenwinkel, egal in welchen Bauteilen, ob es die Felgen, Bremssättel, Lackbereich, Glasbereich ist, ist wirklich wie am ersten Tag. Bis auf die Stoßstange vorne, die werden wir nochmal neu beschichten, denn die wurde nochmal nachlackiert und der neue Besitzer soll ja natürlich auch das komplette Paket bekommen. Gerade im Frontbereich mit den Insekten macht das ja auf jeden Fall auch Sinn und es soll natürlich auch der gleichmäßige allgemeine Schutz hier auf dem kompletten Fahrzeug stattfinden. Was ich aber damals gesagt habe, die Leute, die das Video gesehen haben, dass es wahrscheinlich sehr schwer wird, den Lack hier nachzupflegen, denn der ist schon eine ziemliche Zicke. Ob es dem Besitzer gelungen ist oder nicht bei der Wäsche, das schauen wir uns mal gemeinsam unterm Licht an. Wir machen eine fixe Runde rum, denn ihr seht jetzt schon, ich habe gedacht, wir haben jetzt hier das böse Erwachen, aber selbst unter dem Licht sieht der hier komplett knackig noch aus. Ich würde sagen, wir reden gar nicht lange um den heißen Brei rum, Scan-Grip drauf und schaut es euch an. Also ich bin wirklich megamäßig überrascht. Wir haben hier irgendwo, wartet da, ein eingebranntes Insekt drin. Da muss man wirklich hinterher sein, da muss man aufpassen. Problem ist aber, manchmal kann man gar nicht schnell genug reagieren. Stellt euch vor, 30 Grad Außentemperatur, die Sonne kracht auf den Lack drauf, unten kocht der AMG-Motor hoch. Ja, dann haben wir Spiegeleier, die drauf braten und wenn dann ein Insekt drauf kracht und das nicht rechtzeitig entfernt wird, dann haben wir so einen unschönen Fleck drauf. Mal gucken, ob man den weggetempert bekommt, ansonsten polieren fällt komplett aus, denn wir haben hier eine Keramikbeschichtung drauf und da muss man sich einfach mal bewusst sein, wenn wir das Coating polieren, wäre es in dem Atemzug auch kaputt oder runter, denn das ist das, was ein Coating überhaupt nicht mag, die falsche Chemie oder zu hohe Reibung. Schaut mal in den Lack rein, was sagt ihr dazu? Also ich bin wirklich sehr überrascht und auch ziemlich stolz auf den Kunden, dass er hier die Handwäsche so sauber durchgezogen hat, hier noch so ein Ergebnis dazustehen hat, nachdem hier wirklich der Lack so eine Oberzicke ist und der Ausgangszustand damals so dermaßen wild war, muss man hier echt sagen, sieht das noch richtig gut aus nach 8 Monaten. Wir machen extra mal die unteren Bereiche hier und da kann man wirklich nicht meckern, da ist noch kein Detailer drüber, nichts, gar nichts, der ist hier wirklich nur gewaschen, einmal abgetrocknet, sprich wir werden nochmal eine Polymer oder einen Wachs auf den Lack legen, Front wird nochmal neu beschichtet und dann sind wir außen nämlich eigentlich schon durch. Wir wollten uns ja dem Innenraum mal widmen, die ganze Geschichte verkaufswertig machen und ich würde sagen, wir hüpfen direkt mal rein. Innenraum wollen wir natürlich vor dem Verkauf auch nochmal richtig schick machen, wie da meine Methode ist. Dazu gibt es hier ein ausgiebiges Video auf dem Kanal. Was wir allerdings am Anfang des Videos hier gesehen haben, dass unsere Sitzwange vom Leder echt nicht mehr so schick aussieht. Und da wollen wir natürlich mit dem geringstmöglichsten Aufwand hier wieder eine schöne Optik erzeugen, wie man das macht. Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Schritt 1, wir werden erstmal unsere Lederoberfläche komplett reinigen. Dafür nutzen wir den Hashtag 1.1 Cleaner aus folgendem Grund. Wir wollen jetzt hier keine Fettrückstände oder sonstige Anhaftung auf unserer Oberfläche haben. Ihr könnt auch den Lederreiniger stark dafür nutzen, aber da müsst ihr dann an solchen Stellen, wo ihr nachfärben wollt, nochmal mit Lederreinigungsbenzin rübergehen, denn der ist nämlich, wie gesagt, rückfettend, der Reiniger. Und der 1.1 Cleaner hat den Vorteil, dass der es eben nicht hat. Sprich, Oberfläche einmal komplett vorreinigen. Müssen wir ja so oder so bei unserer Innenraumaufbereitung. Wir arbeiten hier immer von Naht zu Naht und dann einmal flächig durch. Und dann mit dem entsprechenden Tuch nochmal vorsichtig abwischen. Arbeiten hier mit einem Schwamm, dass wir hier nicht so einen hohen Abriebwert haben. Und dann kriegen wir unsere Lederfläche erstmal richtig schön vorgereinigt. Ihr seht schon, dass ich hier drüben die Wange, die wir behandeln wollen, bewusst auslasse. Denn da zeige ich euch nämlich gleich mal was anderes. Es gibt jetzt folgende Option,
Wir könnten jetzt die Fläche hier ganz normal reinigen mit einem Schwamm und dann nochmal anschleifen, um sie zu glätten. Wir machen es aber anders und das solltet ihr nicht machen, wenn ihr eure Ledersitze reinigen wollt. Wir nehmen einen Melaminschwamm dafür, denn der sorgt schon für einen ordentlichen Abrieb und gehen damit hier unsere Wangenfläche durch, die wir danach bearbeiten wollen. Und da seht ihr jetzt schon, warum ihr diesen Schwamm nämlich nicht nutzen solltet. Ihr seht, dass ihr damit wirklich schon hier auch die Farbe nachher letztendlich runterholt. Aber ihr seht, dass wir unsere Fläche hier wirklich schon sehr gut vorbereitet haben für unsere Nachbehandlung. Sprich, wir haben mit unserem Melaminschwamm jetzt hier schon mal eine ordentliche Glätte reingebracht. Genau an der Kante, wo wir nacharbeiten wollen, sparen uns jetzt, wie gesagt, das ganze Schleifen hier. Sind auch nicht ganz so abrasiv wie mit Schleifpapier hier unterwegs. Jetzt seht ihr auch, dass wir hier komplett weiße Nähte haben. Die wollen wir natürlich jetzt nicht nachschwärzen, sprich Klebeband. Und dann kleben wir uns erstmal die erste Seite ab mit den weißen Nähten. Wir müssen jetzt hier halt zweifach arbeiten, denn die Wange ist hier außen auch noch ein bisschen mit verletzt. Sprich, wir werden jetzt erstmal die erste Seite abkleben. Da zeige ich euch das nochmal schnell. Und dann geht das Ganze nämlich schon los und jetzt geht es nämlich absolut fix. Da wir natürlich unser Fahrzeug verkaufen wollen, würden wir natürlich auch die kostengünstigste, zeiteffektivste und schnellste Variante wählen, hier unsere Wange wieder instand zu setzen. Dafür nutzen wir das Leder Fresh hier von Colorlock. Es gibt andere Systeme, allerdings sind die ein bisschen zeitaufwendiger. Wir gucken uns das aber nochmal in einem gesonderten Video an, würde ich sagen, wie man dann natürlich auch das Ganze richtig schön haltbar gestalten kann. Ansonsten ist hier, wie gesagt, keine Kunst dabei. Leder Fresh ein bisschen in den Schwamm tupfen, macht erstmal nicht ganz so viel Material. Und dann baut ihr wirklich nur schichtenweise Farbe auf mit eurem Leder Fresh. Wie gesagt, ganz wichtig darauf achten, dass hier erstmal die ganzen Nähte abgeklebt sind. Und dann verblendet ihr das Ganze hier so ein bisschen mit einem Tupfen. Zwischengänge immer mal wieder anfüllen. Und dann seht ihr schon, wie schön die Farbe sich hier drinne nachher verfließt an unserer Wange. Das werden wir jetzt mehrfach wiederholen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal gleich an. Wir werden das Ganze jetzt nochmal umkleben, die äußere Wange machen, wie gesagt, auf die weißen Nähte hier achten, dass sie nachher auch weiß bleiben, sonst sieht es echt nicht schick aus. Wie gesagt, nochmal umkleben und dann haben wir ja noch den kompletten Innenraum vor uns. Für euch gibt es jetzt ein bisschen Musik und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich wünsche euch viel Spaß. Ab geht's. Benz ist fertig und somit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos hier angelangt. Außen war ja auch gar nicht allzu viel zu tun. Coating wollten wir nochmal toppen, habe ich mich für das Hydrobeat entschieden. Stoßstange vorne wurde nochmal neu beschichtet und den Innenraum haben wir komplett gereinigt, Leder nochmal nachgepflegt und wie man solche Abschürfungen am Leder am einfachsten behandeln kann, das haben wir uns ja gemeinsam angeguckt. Wie gesagt, es gibt noch andere Varianten, dazu wird es dann aber später nochmal einzelne Videos geben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Däumchen da. Falls ihr Fragen habt, dann haut sie unten in die Kommentare. Und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, abonniert doch einfach den Kanal, aktiviert das Glöckchen. Dann sehen wir uns nämlich im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.